So, hallo, ich, liebe Community, ich hoffe, dass man mich hört. Wir sind hier jetzt live aus Bad Homburg und haben jetzt die meiste Arbeit schon gemacht. Das heißt, wir haben jetzt schon die Satzung beschlossen und wir haben das Parteiprogramm beschlossen und wir haben ganz viel Vorarbeit geleistet. Und hier haben wir das komplette Gründungsteam der neuen Partei ohne Namen. Nein, wir heißen nicht Partei ohne Namen. Wir sind das Wir aus dem Widerstand 2020. Das heißt, wir sind Wir 2020. Und um 20.20 Uhr gibt es auch die Webseite zu Wir 2020 in einem Wort minus Partei. Also wir 2020 minus Partei.de. Dann ist die Seite online, dann kann man sich anschauen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Diese Seite hat eigentlich auch schon alles fertig, auch Mitgliederregistrierung und ähnliches, aber die ist ausgeschaltet bis zum 20. Und ja, hallo, wie gut, dass wir für ein Fallback-System gesorgt haben. Also lustigerweise hat YouTube tatsächlich das gemacht und wir sind nach wenigen Minuten weg gewesen. Großartig, ich bin begeistert. Also, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir waren. Das heißt, ich begrüße herzlich noch einmal zur Gründung der neuen Partei. Wir sind das Wir aus dem Widerstand 2020. Wir sind Wir 2020. Und wer ist wir? Das sind wir. Das heißt, hier haben wir die Gründer sitzen von der neuen Partei. Und um 20.20 Uhr wird auch die neue Webseite freigeschaltet und die kann man besuchen unter wir2020-partei.de. wir2020-partei.de. Und dort gibt es schon viele Informationen und es gibt die nächsten Tage immer mehr. Es gibt Clips, es gibt Videos und es gibt natürlich auch die Satzung zum Runterladen. Und diese Satzung haben wir euch mitgebracht und wir haben hier die Originalsatzung schon mit ein paar Unterschriften jetzt drauf. Sie ist 113 Seiten stark und deswegen solltet ihr euch die Satzung erstmal durchlesen. Und wir haben auch ein Grundsatzprogramm und das Grundsatzprogramm ist ebenfalls schon vorlesen. Und damit ihr dazu etwas Zeit habt, obwohl wir schon alles haben, Mitgliederversammlung, Mitgliederantrag und ähnliches, wird es eine Zeitspanne geben bis zum nächsten Samstag. Der Samstag ist nämlich der 20.06. Und um 20.20 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich als Mitglied auf der Seite wir2020-partei.de zu registrieren. Jetzt haben wir schon ein paar Unterschriften geleistet hier drauf. Und die darf ich schon mal zeigen. Also unterschrieben habe ich, durfte als Erster unterschreiben, als Vorsitzender der Partei. Deswegen stehe ich hier drauf. Und wen haben wir denn noch gehabt? Die dürfen sich gerade noch mal selbst vorstellen. Und ich bitte dann einfach noch mal kurz die Position. Ihr könnt da unten immer sehen, wo ihr gerade steht, dass wir hier der Reihe noch mal, die wir unterschrieben hatten, einfach mal hingehen. Habe ich auch unterschrieben. Also hat mein Name ist Jörg Wasel. Ich höre man von da hinten nicht. Du musst nach vorne kommen. Mein Name ist Jörg Wasel und ich bin der Bundesschatzmeister jetzt in der neuen Partei und dies ist meine Unterschrift auf der Satzung, die oben in der Mitte, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und mit euch spätestens nach dem 20.06. Da ist das Bild. Okay, danke. Der nächste. Bodo Piesch hat unterschrieben. Ja. Ja, auch ich habe unterschrieben unter Satzung. Danke für das Vertrauen aller Kollegen und von Dr. Bodo Schiffmann. Hier meine Unterschrift auf der Satzung. Ich freue mich, für alle da zu sein, als Parteimoderator in meine Aufgaben hineinzuwachsen und euch zur Verfügung zu stehen. Mein erster Vorname Boris wird häufiger jetzt fallen, damit wir keine Namensdoppelungen haben und keine Verwechslungen eintreten. Ich freue mich auf euch alle. Genau, der Julian. Bundesjugendsprecher. Ich bin auch hier der Jüngste im Team. Ich ziehe den Altersdurchschnitt ganz schön nach unten und ich versuche das auch weiterhin. Ja, bevor wir jetzt zu den nächsten Unterschriften kommen, noch eine Sache, die wir im ersten Teil schon mal erwähnt haben. Wir haben natürlich neben der Satzung
ein richtig gutes Programm. Aber wir haben natürlich auch bei uns, wir haben Protokoll geführt, die Wahlen, alles das ist diesmal offiziell richtig schön sauber gelaufen und wir werden es auch auf der Internetseite mit veröffentlichen. Das war nochmal als Hinweis. Mit geheimer Wahl und Stimmzetteln und allem drum und dran. Dann darf ich Ihnen noch vorstellen, mein Name ist Wolfgang Romberg, ich bin als politischer Geschäftsführer gewählt worden und freue mich hier in dem Team, wir 2020 mitarbeiten zu dürfen und erfolgreiche Politik zu machen. Aber meine Unterschrift fehlt natürlich auch noch, deswegen... Und ist drauf. Danke. Manuel. Okay, komm ich jetzt. Hallo ihr Lieben, Kai Pauling hier. Ich werde jetzt auch unterschreiben in meiner neu gewählten Funktion als Generalsekretär. Werde überwiegend im Hintergrund sein und mich um die Verwaltung kümmern. Das heißt, mein Gesicht wird man selten sehen, aber vielleicht mal, wenn ich was geschrieben habe. Also nochmal zwischendurch, ganz wichtig, wir 2020-partei.de. Satzung anschauen, Programm anschauen. Dafür habt ihr Zeit bis zum Samstag, 20.06. 20.20 Uhr auf der Webseite wir2020-partei.de, damit ihr auch wisst, wofür ihr euch eintragt. Und nochmal die Ergänzung, auch zum gleichen Termin werden wir natürlich auch offiziell rauskommen. Sie wird jetzt vorbereitet, damit ihr wirklich am nächsten Samstag alles bekommt, was ihr braucht. Und was ihr natürlich auch schon tun könnt, worüber wir uns freuen, ist Spenden. Das können Spenden gebrauchen. Und wenn ihr unbedingt über 500 Euro spenden wollt, dann denkt bitte dran, dass ihr den Namen und die Adresse mit eintragt. Aber das ist auch möglich ab jetzt. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn das klappt. Es gibt dann auch eine Telefonnummer, findet man im Impressum. Wir haben eine vorübergehende Adresse im Moment. Die ist die gleiche wie bei da, wo ich arbeite. Die Schwindelambulanz in Sinsheim ist ja allgemein bekannt. Das ist nur vorübergehend. Der Parteisitz soll in Bonn sein. Nicht in Berlin, sondern in Bonn. Weil damit möchten wir auch ein kleines Signal setzen. Und der letzte neuer Parteibeauftragter. Guten Abend, mein Name ist Manuel Köppel. Ich bin als Parteibeauftragter gewählt und ich freue mich auf 2021 und ich hoffe, dass ihr zahlreich uns unterstützt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen 20.06.2020. Ich brauche nur einen Klick machen. Also, es sind noch 6 Minuten. Ich sitze hier, ich brauche nur den Klick machen. Um 2020. Geht die Website online. Jetzt ist eine komische Seite da, wundert euch nicht. Ihr könnt vielleicht die Videos anschauen, aber gleich kommt das Original. So, also wir werden dieses Video natürlich aufnehmen und werden versuchen, es nach YouTube hochzuladen. Wir werden auch dagegen natürlich Einspruch einlegen. Nochmal der Hintergrund. Ich bekam heute auf einmal eine Verwarnung. Verwarnungen braucht man nur 2 Stück, dann wird man für Streams eine Woche gesperrt, auch für Videos. Die Verwarnung bezog sich auf das Video Der große Bluff. Das Video Der große Bluff vom Originalautor ist noch ich wäre und zur Gewalt aufruft. Und das ist also der Vorwurf gewesen. Man braucht dann nämlich nur eine 2. Verwarnung und kann sofort das Streaming stoppen. Das wird wohl passiert sein. Insofern schade für alle, die da jetzt unnötig gewartet haben. Und vielen Dank an BittelTV, dass sie uns eine Fallback-Möglichkeit geboten haben. Und sie werden es sichern und natürlich auch sofort dann auf Telegram hochladen. Gibt übrigens auch neue Kanäle, auch das wird alles noch genau bekannt geben. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, schauen wir mal. Telegram, selbstverständlich, Instagram. Davon wird es eben nicht einen Wildwuchs geben, sondern bitte zum Original gehen. Das gleiche dient für Webseiten. Das heißt, wir werden von den Webseiten aus auf die Webseiten der Landesverbände weiterleiten. Also bitte alles über eine zentrale Stelle, damit ihr nicht auf irgendwelchen Fake-Seiten landet. Das ist uns auch ganz wichtig. Und wir freuen uns und ich freue mich über das große Interesse, dass so viele jetzt zugeschaut haben und von TV gefunden haben statt YouTube. Und wir wollen was Tolles machen, die Zeit drängt und wir brauchen eure Hilfe. Und auch da gibt es die Möglichkeit, sich mit uns in Verbindung zu setzen, aber bitte nacheinander. Das heißt, es kommen Informationen als Beispiel, es kommt eine E-Mail,
Ärzte brauchen wir, um zum Beispiel zu zeigen für medizinische Themen, das und das wollen wir, würden wir unterstützen. Und da gibt es eine E-Mail-Adresse, zum Beispiel Ärzte @ entsprechend wir2020-partei.de. Oder wir sagen als nächstes, wir brauchen Anwälte, dann machen wir das. Bitte nicht selbst einfach jetzt schreiben, weil wir werden das ganz schnell jetzt nacheinander auf die Webseite machen. Es kommen jeden Tag neue Inhalte. Lasst euch überraschen, es ist wahnsinnig viel Vorarbeit gemacht worden und das meiste nicht von mir, sondern von den ganzen vielen fleißigen Bienchen, wo dabei das natürlich nur ein kleiner... Bis ich hier den Knopf drücke. Das heißt, vielleicht bis 90 Sekunden, dann können wir parallel hier auch dabei sein, wie wir die Internetseite scharf stellen. Ja. Irgendwelche Grüße. Ich möchte noch meine Schwiegermutter grüßen. Genau, ich möchte noch meine Mutter. Die lebt nämlich nicht mehr, aber ich grüße sie trotzdem. Also wir sind, insofern ist das, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Wir sind nämlich selten sprachlos. Wir sind inhaltlich unserer Zeit ein bisschen voraus. Das werdet ihr auch in dem Programm sehen und in der Satzung. Und das können wir natürlich jetzt auch nutzen, indem wir die Internetseite ein paar Sekunden früher starten. Dann müssen wir auch nicht bis genau 20 warten. Ja, genau. Wir halten uns einfach nicht dran und starten. Ja. Okay, dann hiermit bestätigt. Klick. Ich warte kurz. Spannung steigt. Gucken wir mal, bis natürlich das bestätigt wird. Ich merke schon, es gibt verdammt viel Zugriff auf die Internetseite. Da muss natürlich der Domainname, muss ich natürlich erstmal im Netzwerk kriegen. Genau, bis das bei Google auftaucht, wird es ein bisschen dauern. Aber jeder, der darauf zugreift, trägt dazu bei. Bitte auch an euch die Bitte, wenn ihr gleich schaut, einmal den Cache des Browsers löschen, falls ihr vorher schon auf der Internetseite wart. Genau, Steuerung R bei Mac oder F5 bei Windows. Steuerung F5. Oder Spring Shift entfernen bei Chrome. So. Ja. Ja, war ganz gut, dass wir vorher angefangen haben, damit wir pünktlich rechtzeitig schaffen. Das ist Silvester, ne? Man macht so ein bisschen den Countdown. Ich fühle mich wie in die DSL-Zeit zurückversetzt. Das warten auf meine Internetseite. Der Internetübertragungsbeauftragte läuft gerade mit der neuen Internetseite den Fahrstuhl die Treppe runter. So. Jawohl. Wurde erfolgreich bearbeitet. Und das genau um 2020. Das heißt, war gut, dass wir vorher angefangen haben. Das heißt, mit der Verzögerung. Oh ja, und jetzt kommt noch der Knall. So, das heißt, wir können jetzt gleich einmal gucken. Einmal den Reload machen. Und wundert euch bitte nicht, dass sofort automatisch auf die Subdomain start.wir2020-partei.de umgeleitet wurde. Das hat einen technischen Hintergrund. Das wird sich wieder ändern. Da seid ihr genau richtig. So, und ich sehe es hier. Wenn die jetzt schon geklappt. Es wird, es ladet noch. Wir haben hier ein bisschen Kapazitätsprobleme. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dann einen schönen Abend an alle. Bei uns gibt es jetzt noch ein Säckchen. Das haben wir uns verdient zum Anstoßen. Ja, wir stoßen. Und wir stoßen an der Bräuche an. Das ist genau, wir machen das jetzt so. Wir machen ein Live-Anstoßen. Also alle, die zu Hause noch eine Flasche Sekt im Kühlschrank haben, können die schon mal rausholen und damit uns zusammen anstoßen. Das machen wir jetzt so ähnlich wie Silvester. Das ist sehr schön. Okay. Was ihr alles dabei habt. Nein. 5, 10. Ja. So. Nicht in die Tastatur schütten, Manuel. Das ist mein Rechner, das ist das Gebot. Also, der kann ja. Ja, es ist, scheint die Hölle zu sein. Aber ich komme auch jetzt hier bei LTE. Ich mache mal dicht, dass wir auch dann fahren.
Macht vielleicht genau, ja. Macht ihr mal raus. Das, hört ihr mich, oder? Ja. Ja. Das sind 12.238 Leute live. Der Wahnsinn. Das ist die 12.238. Ja, dann ist ja wunderbar. Dann wird jetzt mal schön. Ja. Alles wird schön, Fahrer. Genau. Genau. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? So, wir heben unser Glas auf den gelungenen Start von Bier 2020 und wir trinken auf euer Wohl und auf das Wohl der Republik Deutschland, was ändert. Und Prost. Ja. Prost. 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 Auf das Bier. Prost auf das Bier. Genau. Einfach umgehen und sagen ein Lied. Hi, ich stoße mich auch nochmal an. Oh, Entschuldigung. Auf euch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und Roger, vielen Dank für deinen Kanal. Du hast mich gerettet. Sehr gerne. Der Chat, ich kann nicht nach mit lesen. Es ist unglaublich, was abgeht. Glückwunsch, Prost und meistens alles sehr positive Nachrichten. Das freut mich sehr zu lesen. Wir freuen uns natürlich, dass es auch Bier 2020 CH gibt, auch wenn es keine Partei ist, sondern auch wenn es ein Verein ist, der ähnliche Ziele verfolgt. Also wir schützen auch Sachen an. Ist da sehr drüber. Sehr schön. Okay. Ich danke dir. Wir sind weg. Also, bis dann. Einen schönen Abend. Nächst. Schönen Besuch.